Teil 1. Verschiedene Schwingungsmuster harmonischer Techniken. Teil 2. Harmonische Induktionstechniken pelviner Schwingungen, die für Gelenkbewegungen und eine Weichteilbehandlung unterschiedlicher Wirbelsäulenstrukturen im mittleren bis unteren Rippen- und im Hüftbereich angewandt werden. Teil 3. Harmonische Induktionstechniken thorakaler Schwingungen, die für Gelenkbewegungen und eine Weichteilbehandlung im mittleren bis oberen Rippenbereich und an der Halswirbelsäule angewandt werden. Teil 4. Harmonische Techniken, die für Bewegungen und eine Weichteilbehandlung im Bereich der Extremitätengelenke angewandt werden. Unterschiedliche Körperteile sind zu Schwingungen um und entlang der drei Körperachsen im Raum imstande. Eine Bewegung um die Längsachse führt zur Drehung oder Rotation. Das ist bei der Rotation der Lendenwirbelsäule zu sehen, die durch eine schaukelnde Beckenbewegung um diese Achse zustande kommt. Eine Drehbewegung um die Transversalachse des Körpers führt zu Flexion und Extension. Bei einer Beckenrotation um diese Achse wird die Lendenwirbelsäule rhythmisch gebeugt und gestreckt. Eine Drehung um die Sagittalachse führt zu einer Seitwärtsneigung. Das zeigt sich an der Lendenwirbelsäule bei Beckenbewegungen um diese Achse. Eine Translationsbewegung ist die dreidimensionale Bewegung einer Masse, was sich am Beispiel des Beckens gut erkennen lässt, wenn es in der Richtung der Längsachse, der Transversalachse und der Sagittalachse bewegt wird. Alle harmonischen Techniken können auf zweierlei Weise durchgeführt werden, mit Druck- oder Zugkräften. Kompressionsdruck kommt beispielsweise bei entzündlichen oder ischämischen Zuständen, bei Schwellungen, Ergüssen oder sonstigen Strömungshindernissen zur Anwendung. An den Beispielen hier ist zu sehen, wie bei der harmonischen Pumptechnik intermittierend Druck auf die Lumbalmuskeln ausgeübt wird. Zugkräfte oder Traktionen dienen zur Gewebedehnung und werden zum Beispiel dort angewandt, wo sich Gewebe verkürzt oder Adhäsionen gebildet haben. Hier ein Beispiel, wie mit demselben Beckenbewegungsmuster die Rückenmuskeln gedehnt werden können. Die Grundlagen der harmonischen Techniken sind im Buch näher erläutert. Dieser Abschnitt zeigt die gebräuchlichsten harmonischen Techniken, mit denen Beckenbewegungen induziert werden können. Mit schaukelnden Bewegungen von einer Seite zur anderen lässt sich eine Beckendrehung um die Längsachse erreichen. Während die eine Hand das Becken in Schwingungen versetzt, werden mit der anderen Hand in unterschiedlicher Höhe die Wirbelsäulenstrukturen fixiert. Bei dieser speziellen Technik bewirken die Schaukelbewegungen des Beckens, dass sich das untere Segment gegenüber dem Hauptsegment dreht. Hier kommt es zu einer lokal eng begrenzten Drehbewegung der Wirbelgelenke. Um die spinalen Strukturen je nach Zustand des Patienten stärker oder geringer zu belasten, können die Stärke des Drucks und die Schwingungsamplitude der Beckendrehung entsprechend variiert werden. Durch Positionsänderungen der fixierenden Hand können jeweils andere Teile der Wirbelsäule mit einbezogen werden. Autochthone Rückenmuskeln können mit dem Handballen gedehnt werden und lassen sich dann durch schaukelnde Beckenbewegungen gegen diese Dehnung rhythmisch anspannen und wieder entlasten.
Um die mittleren und unteren Rippengelenke mit der fixierenden Hand zu bewegen, werden einzelne Rippen oder eine Reihe von Rippen mit dem Handballen gedrückt. Gegen den Kompressionsdruck wird dann das Becken rotiert. Mit Hilfe dieser Technik können auch die seitlichen Anteile der Lumbalmuskeln bis zu den unteren Rippen gedehnt werden. Diese Art von Beckendrehung lässt sich mit verschiedenen Methoden der Wirbelsäulendehnung kombinieren. Hier ist eine Technik gezeigt, bei der mit den Handballen eine Dehnung nach Kaudal erfolgt. Wird gleichzeitig noch das Becken hin und her geschaukelt, ergibt sich eine kombinierte Traktions-Rotationsbewegung der Wirbelsäule. Durch unterschiedlichen Druck der beiden Hände kann gezielt nur die eine Seite der Wirbelsäule gedehnt werden. Diese Technik wirkt sich weitgehend auf den unteren Lumbalbereich aus. Nach demselben Prinzip lassen sich auch die oberen Lendenwirbel und der thorakolumbale Übergangsbereich mit Dehnungen und Drehbewegungen behandeln. Dazu muss nur die Handposition verändert werden. Während die Handballen auf dem betreffenden Wirbelsäulensegment in kranialer Richtung Druck ausüben, steuert das Becken die Drehbewegung bei. Zur Dehnung und Gelenkbewegung der Lendenwirbelsäule können auch die Beine benutzt werden. Ihre kinetische und mechanische Energie überträgt sich auf das Becken und wird in Bewegungen der Wirbelsäule umgesetzt. Die im Hüft- und Kniegelenk gebeugten Beine helfen mit, die Wirbelgelenke zu bewegen und die Lendenwirbelsäule zu dehnen. Seitliches Hin- und Herschwingen des Unterschenkels führt zu einer rhythmischen Bewegung der Lendenwirbelsäule, deren Seitwärtsbeugung die zugrunde liegende Flexion überlagert. Eine Seitwärtsbeugung der Lendenwirbelsäule lässt sich auch mit gestreckt von einer Seite zur anderen geschwungenen Beinen erreichen. Um die Seitwärtsneigung der Wirbelsäule noch zu verstärken, können die Beine lateral bis zum Anschlag abduziert und am Ende ihres Bewegungsumfangs hin und her geschwungen werden. Eine andere Methode besteht darin, nur ein Bein an sich heranzuziehen und wieder wegzudrücken. Wenn das Bein mit stärkerem Druck zurückgeschoben wird, verstärkt sich die Flexion der Wirbelsäule zur selben Seite. Wenn dagegen kräftiger an dem Bein gezogen wird, verstärkt sich die Flexion der Wirbelsäule zur Gegenseite. Es gibt mehrere Methoden, um über Beine und Becken Drehbewegungen der Wirbelsäule zu induzieren. Flexion und Adduktion der Hüfte führen zu einer Wirbelsäulenrotation. Mit einem Knie sollte der Therapeut ein Wegrutschen des Patientenbeins von der Behandlungsliege verhindern. Mit einer Hand auf dem Knie wird das Bein so lange weiter adduziert, bis sich die Lendenwirbelsäule zu bewegen beginnt. Wenn der Therapeut auf der anderen Seite des Patienten steht, kann er diese Bewegung auch dadurch herbeiführen, dass er das Knie mit dem Ellenbogen zu sich heranzieht. Die Bewegung lässt sich auf die untere Lendenwirbelsäule begrenzen, wenn die unteren Rippen fixiert werden. Rhythmisches Ziehen und Zurückschieben der gestreckten Beine bewirkt eine Flexion bzw. Extension der Lendenwirbelsäule. Durch Ziehen an den Beinen kann die Flexionsphase und durch Zurückschieben der Beine die Flexionsphase der Lendenwirbelsäulenbewegung betont werden.
Durch eine Beinbewegung nach lateral kommt zu diesem Bewegungsmuster noch eine seitliche Beugung der Lendenwirbelsäule hinzu. Aus einer seitlichen Verschiebung der Bein- und Beckenbewegung gegen den Körper als Ganzes kann sich ein komplexes, wellenförmiges Bewegungsmuster der Wirbelsäule ergeben. Da es sich im Prinzip auf die ganze Wirbelsäule auswirkt, wird dieses Verfahren oft als integrative, ganzheitliche Technik nach der Behandlung eines einzelnen Wirbelsäulenabschnitts angewandt. Die Rotation des Beckens um die Längsachse eignet sich auch für Bewegungen des Hüftgelenks. Während das angewinkelte Bein des Patienten mit einem Arm gehalten wird, schaukelt man mit der anderen Hand das Becken hin und her. Eine Innenrotation der Hüfte führt zur Dehnung der hinteren Hüftmuskeln. Durch die Beckenbewegung bei der Außenrotation der Hüfte kommt es zu einer zeitweiligen Dehnung der Innenrotatoren im Hüftbereich. Wird das Hüftgelenk noch mehr flektiert, können in dieser Position auch die Muskeln auf der Vorderseite des Oberschenkels gedehnt werden. Die Dehnung kann mit anderen Hüftbewegungen, etwa einer Innen- oder Außenrotation kombiniert werden. Wird der Unterschenkel des Patienten vom Oberschenkel des Therapeuten gestützt, können in der Position die Muskeln im hinteren Hüftbereich und auf der Oberschenkelrückseite behandelt werden. Der Therapeut hat so beide Hände frei, um die Muskeln zu massieren. Mit dieser Technik kann auch eine Bindegewebsmassage durchgeführt werden. Der Thorax dient meist als Gegengewicht für Gelenkbewegungen und direkte Bindegewebstechniken im Halsbereich. Um zu verhindern, dass bei raschen Kopfbewegungen Schwindel und Übelkeit auftreten, wird stattdessen lieber der massive Brustkorb einbezogen. Bei diesen Techniken rührt sich der Kopf praktisch nicht von der Stelle. Bevor wir die einzelnen Techniken genauer zeigen, wollen wir kurz die Schwingungsmuster untersuchen, die mit dem Thorax erzeugt werden können. Am leichtesten lässt sich der Thorax in Rückenlage des Patienten in Bewegung versetzen. Die Arme sollten über der Brust gekreuzt sein, damit sie die Schaukelbewegung nicht behindern. Der Kopf wird vom Therapeuten gestützt oder ruht auf einem Kissen. Das ermöglicht freiere thorakale Bewegungen und schützt den Kopf vor zu starken Erschütterungen. Rhythmischer Druck auf die Schulter, der nach unten gegen die Unterlage gerichtet ist, führt erkennbar zu Thoraxbewegungen um die Längsachse. Eine Schwingung in der Sagittalachse des Thorax lässt sich dadurch erzeugen, dass intermittierend Druck auf die Schulter in Richtung der Hüfte ausgeübt wird. Auch eine Schwingung um die Transversalachse ist möglich. Dazu muss allerdings der Hals stärker gebeugt und die Haltung der gekreuzten Arme verändert werden. Um eine Thoraxbewegung in dieser Richtung zu induzieren, müssen die Ellenbogen des Patienten intermittierend mit leicht zum Becken gerichtetem Druck gegen die Unterlage gepresst werden. Für eine Translationsbewegung entlang der Längsachse kann der Patient die Arme seitlich neben den Körper legen oder wie oben beschrieben über der Brust kreuzen. Während eine Hand den Kopf des Patienten stützt, wird mit dem Ballen der anderen Hand in Höhe der Synchondrosis xiphosternalis intermittierend Druck auf das Brustbein ausgeübt. Der Druck ist zum Becken und in einem leichten Winkel nach unten zur Behandlungsliege gerichtet.
Eine Translationsbewegung in transversaler Richtung lässt sich leichter auslösen, wenn die Arme des Patienten über der Brust gekreuzt sind und der Therapeut mit beiden Händen Druck ausüben kann. Mit der einen seitlich gegen die Schulter des Patienten und mit der anderen breitflächig auf mehrere Rippen. Der intermittierende Druck wird in lateraler Richtung zur gegenüberliegenden Körperseite gerichtet. Damit sich bei einer Thoraxrotation um die Längsachse auch die Halswirbelsäule mitbewegt, wird der Kopf festgehalten und zu einer Seite gedreht, während der Brustkorb mit der anderen Hand zur anderen Seite hinübergeschaukelt wird. Um einzelne Wirbelsäulensegmente gegeneinander rotieren zu lassen, wird die Bewegung des einen Wirbels unterbunden, während sich der darunterliegende Wirbel mit dem Thorax mitbewegen darf. Um einen Wirbel zu fixieren, drückt der Therapeut mit der Außenseite seines Zeigefingers auf den Querfortsatz. Indem sich die fixierende Hand nach und nach über die Querfortsätze nach oben bewegt, können die Artikulationsbewegungen gezielt auf bestimmte Segmente der Halswirbelsäule gerichtet werden. Der Hals darf nicht völlig blockiert sein, damit sich Kopf und Hals bis zu einem gewissen Grad frei bei den thorakalen Schwingungen mitbewegen können. Diese Technik lässt sich einfach in eine Bindegewebsmassage umwandeln, bei der statt der Halswirbelsäule die Halsmuskeln gedehnt oder komprimiert werden. Zur gezielten Behandlung unterschiedlicher Halsmuskeln wandert die fixierende Hand an der Halswirbelsäule entlang. Thoraxbewegungen in sagittaler Richtung können eine Lateroflexion der Halswirbelsäule bewirken. Während eine Hand den Kopf stützt und zu einer Seite hinüberbeugt, übt die andere Hand in Richtung der Hüfte intermittierend Druck auf die Schulter aus. Es ist wichtig, eine laterale Translation der Kopf- und Halsbewegung zuzulassen, damit ihr Schwingungsmuster fließender wird. Durch eine abgestufte Seitwärtsneigung des Kopfes kann die Bewegung in unterschiedlichen Segmenten der Halswirbelsäule stattfinden. Zur intermittierenden Dehnung der Halswirbelsäule, des cervicothorakalen Übergangs und oberen Rückenbereichs lässt sich eine thorakale Translationsbewegung entlang der Längsachse ausnutzen. Während die eine Hand am Hals zieht, wird mit der anderen Hand intermittierend Druck auf den Ansatz des Manubrium sternalis ausgeübt. Dieser Druck ist zwar primär zum Becken gerichtet, jedoch mit leichter Ablenkung zur Behandlungsliege hin. Das Grundmuster kann durch weitere Bewegungskomponenten, zum Beispiel eine Flexion, aufgelockert werden. Eine Flexion kann nützlich sein, um Zug und Bewegung genau auf den cervicothorakalen Übergang und die oberen Brustwirbel zu begrenzen. Zum Beispiel bei Rotation, oder Lateroflexion. Um harmonische Techniken für eine Traktion am Hinterkopf anzuwenden, wird die Schädelbasis mit beiden Händen gehalten und durch rhythmisches Beugen der Finger Zug auf den Nacken ausgeübt. Es erfordert nur einen minimalen Kraftaufwand, den ganzen Körper gegen den Hinterkopfbereich in Schwingung zu versetzen. Wichtig ist nur, dass der Hals während der Traktion weiter in der Neutralstellung bleibt. Zur gezielten Bewegung einzelner Halswirbel können spezifische harmonische Techniken angewandt werden,
bei denen Kopf und Hals des Patienten mit beiden Händen gehalten werden, während die eine Hand ein bestimmtes Wirbelsegment fixiert. Mit kombinierten Hebelkräften wie beim High-Velocity Thrust wird der Hals zur Seite geneigt und um die fixierende Hand gedreht, die den Angelpunkt bildet. Dadurch erhöhen sich die Zugkräfte und führen zu einer starken lokalen Dehnung. Der intermittierende Druck für Schwingungen wird mit der fixierenden Hand ausgeübt. Mit beiden Händen im Nacken des Patienten lässt sich eine Wellenbewegung in der Halswirbelsäule erzeugen. Der Hals ist gebeugt und die Finger des Therapeuten treffen sich an den Wirbeln auf beiden Seiten der Querfortsätze. Um die wellenförmige Bewegung auszulösen, wird abwechselnd von jeder Seite intermittierender Druck ausgeübt. Es gibt mehrere harmonische Techniken zur Bewegung und Dehnung des Brustkorbs. Zur ersten Gruppe zählen Techniken, bei denen sich über eine Abduktion-Flexion des Armes die Interkostalräume verbreitern. Diesem Auseinanderbewegen der Rippen setzt die andere Hand Widerstand entgegen, indem sie die Einzelrippen oder Rippengruppen, auf die sich die Zugkräfte richten, herunterdrückt. Im Spannungsfeld zwischen zeitweiliger Traktion durch den vollständig gebeugten Arm und periodischem Herunterdrücken der Rippen kommt dann die Schwingung zustande. Wandert die fixierende Hand über den Thorax, kann die Zugspannung gezielt in verschiedene Rippenbereiche gerichtet werden, etwa auf die Vorderseite, den Seitenbereich oder bis zu einem gewissen Grad auch zur Rückseite der Rippen. Nach einem Wechsel der Handpositionen können die oberen Rippen bewegt und gedehnt werden, indem die fixierende Hand intermittierend Druck auf sie ausübt. Dieser Bereich ist normalerweise druckempfindlich. Daher gilt es zu beachten, dass der Druck nicht zu stark werden darf. In einer anderen Gruppe der harmonischen thorakalen Techniken bleiben die Arme des Patienten neben dem Körper liegen, während der Therapeut beide Hände auf den Brustkorb legt, um mit ihrem Druck die Rippen zu fixieren und zu bewegen. Durch wechselnde Handpositionen und Stärke der Thoraxkompression lassen sich komplexe Rippenbewegungen durchführen. In diesem Teil der Aufnahme werden einige gängige harmonische Techniken vorgestellt, die sich zur Bewegungs- und Weichteilbehandlung im Bereich der Extremitätengelenke eignen. Mit Hilfe der oberen Gliedmaße kann das Schultergelenk bewegt werden. Wenn der Patient am Rand der Behandlungsliege sitzt, lässt sich durch Vor- und Zurückschwingen des Arms ein rhythmischer Wechsel zwischen Flexion und Extension des Schultergelenks herbeiführen. Durch unterschiedliche Armhaltungen verändert sich das Bewegungsmuster der Schulter, etwa wenn der Arm zusätzlich abduziert wird. Der Arm kann auch kreisen. Werden diese Abduktions-Adduktionsbewegungen in unterschiedlicher Höhe ausgeführt,
ergeben sich unterschiedliche Bewegungsmuster des Schultergelenks. In Rückenlage des Patienten kann der gestreckte Arm locker über den Rand der Behandlungsliege herabhängen und durch verschiedene Bewegungsmuster geführt werden. Soweit möglich abwechselnd in Flexion-Extension, Abduktion-Adduktion, oder in kleinen kreisenden Bewegungen. Für die Schulter gibt es auch einige harmonische Techniken in Bauchlage des Patienten. Der Arm hängt frei über den Rand der Behandlungsliege herunter und schwingt in unterschiedlichen Bewegungsmustern. Flexion-Extension. Adduktion, Abduktion oder Kreise nach vorn bzw. nach hinten. Bei diesen Armschwüngen kann im hinteren und seitlichen Schulterbereich gleichzeitig eine Bindegewebsmassage durchgeführt werden. Hängt in Bauchlage des Patienten nur der Unterarm über die Seite der Behandlungsliege, kann die Schulter rhythmisch ein- und auswärts gedreht werden. Die Schulterrotation kommt durch das Hin- und Herbewegen des Unterarms zustande. Während dieser Bewegung kann im hinteren und seitlichen Schulterbereich eine Bindegewebsmassage durchgeführt werden. Die Bauchlage eignet sich auch gut für rhythmische Bewegungen des Ellenbogengelenks wie Flexion-Extension, Pronation, Supination oder eine Bindegewebsmassage am Ellenbogen. Das Handgelenk ist in Rückenlage des Patienten besser zugänglich. Um es zu bewegen, umfasst der Therapeut die Patientenhand oberhalb des Gelenks und lässt den Ellenbogen zum Pendelkörper werden. Abhängig von der Handposition kann es zu unterschiedlichen Ausschlägen bei der Pendelbewegung kommen. Wenn sich die Hand in anatomischer Neutralstellung befindet, wird das Handgelenk abwechselnd flektiert oder extendiert. Diese Einzelbewegungen schwächen sich ab, sobald die Extension oder Flexion des Handgelenks noch weiter verstärkt wird. Eine Supinationsstellung des Unterarms führt bei Bewegungen des Handgelenks zu periodischen Auslenkungen nach ulnar oder radial. Um diese Einzelbewegungen abzuschwächen, kann entweder die ulnare oder die radiale Deviation noch weiter verstärkt werden. Wird der Unterschenkel in Rückenlage des Patienten bei einer Hüftbeugung von 90 Grad seitlich hin und her geschwungen, versetzt das die Hüfte in eine rhythmische Schwingung. Das ergibt eine kombinierte Bewegung aus Innen-Außen-Rotation und Flexion. Weitere Bewegungskomponenten kommen hinzu, wenn die Hüfte adduziert
abduziert, oder noch stärker flektiert wird. Eine rhythmische Adduktion und Abduktion der Hüfte lässt sich auch dadurch erreichen, dass die gestreckten Beine seitlich hin und her geschwungen werden. Je nach Stärke der Flexion Adduktion oder Abduktion kann die Hüftbewegung nach einem unterschiedlichen Muster ablaufen. Um die Adduktion zu verstärken und die seitlichen Hüftstrukturen besser zu dehnen, kann das Knie des Patienten angewinkelt und der Fuß auf den Oberschenkel des Therapeuten gelegt werden. Bei adduzierter Hüfte lässt sich durch intermittierenden Druck auf das Knie und in die Adduktion hinein eine Schwingung auslösen. Auch die Muskeln hinten am Oberschenkel können mit Hilfe von Schwingungen gedehnt werden. Diese Art von Dehnung bereitet meist weniger Beschwerden, weil das gestreckte Bein angehoben wird, bis die Hüfte vollständig flektiert ist und sich sanft in einem leichten Flexions-Extensionsrhythmus einschwingt. Stattdessen kann auch das Knie abwechselnd leicht gebeugt und gestreckt werden. Dazu muss die Ferse des Patienten auf der Schulter des Therapeuten liegen. Wie stark sich die Oberschenkelmuskeln dehnen lassen, hängt vom Grad der Hüftbeugung ab. Das Knie kann aus unterschiedlichen Positionen rhythmisch bewegt werden, und zwar in Flexion-Extension und in Innen-Außen-Rotation. In Rückenlage des Patienten und mit gebeugter Hüfte lässt sich das Knie im regelmäßigen Wechsel zwischen Flexion und Extension oder zwischen Innen- und Außenrotation in Schwingung versetzen. Ähnliche Bewegungsabläufe sind auch in der Bauchlage möglich. Um Muskeln wie den Musculus quadriceps femoris auf der Vorderseite des Oberschenkels zu dehnen, wird das Knie angewinkelt bis zur vollständigen Flexion hin und her geschwungen. Eine Innen- und Außenrotation im Kniegelenk kommt dadurch zustande, dass der Fuß des Patienten bei gestrecktem Knie auf der Hand des Therapeuten hin und her gerollt wird. Dieselben Bewegungen lassen sich auch im Sitzen induzieren. Der Patient sitzt auf der Behandlungsliege und lässt einen Unterschenkel locker über den Rand hängen. In dieser Sitzposition kann das Knie durch rhythmische Flexions- und Extensionsbewegungen in Schwingung versetzt werden. Währenddessen können die Muskeln auf der Innenseite des Oberschenkels massiert werden. Das Knie kann aber auch nach innen und außen rotiert werden. Auf dieser DVD sind einige der gängigsten harmonischen Techniken vorgestellt, die in der Praxis zur Anwendung kommen. Es wird gezeigt, wie unter der Einwirkung äußerer Kräfte auf verschiedene Körperteile feine Bewegungen oder Schwingungen auftreten, die spezifisch für den jeweiligen Körperbereich sind. Die Schwingungsmuster, die sich dabei ergeben, lassen sich klinisch als sanfte, nicht traumatisierende, aber dennoch wirksame Form von manueller Therapie verwenden. Es ist eine sichere Behandlungsmethode für ein breites Spektrum von Erkrankungen, bei der kaum mit einem Nebenwirkungsrisiko zu rechnen ist.
Darüber hinaus erfordert sie nur einen geringen Energieaufwand und ist daher für die Therapeuten weniger anstrengend als manche anderen manuellen Therapiemethoden. Diese DVD liegt im Buch Harmonische Techniken bei, in dem die physikalischen, biomechanischen und physiologischen Grundlagen der harmonischen Techniken sowie ihre klinische Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten näher erläutert werden. Im Buch sind noch weitere Varianten der harmonischen Technik beschrieben, die auf der DVD nicht gezeigt werden.